Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2 für den PC. Im guten, alten, vergangenen, letzten Part haben die Waffen... Na, ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die haben keine anderen Texturen. Im letzten Part haben wir... Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Wir sind ein bisschen durch so einen Schiffswrack geschwommen. Und sind jetzt in einem meiner Lieblingslevel angekommen. Nämlich, oh, hier geht's gleich erstmal unter Wasser. Ah, und da kommen natürlich gleich erstmal ein paar Kumpelbläschen, die mich gerade motivieren, nochmal aus dem Wasser zu steigen und die von draußen abzuschießen. Wir sind im Wrack der Maria Doria angekommen, so heißt zumindest das Level. Und die Taucher kommen natürlich nicht hierher. Ich will die nicht mit der Harpune abschießen, das ist so ätzend. Naja, vor allem, weil ich nur noch 8 Pfeile habe. Okay, wo bist du da? Vor allem, weil die immer in einen reinschwimmen müssen. Okay, Dankeschön. Jetzt nochmal, hier nochmal speichern und runter. Ja, fragte Maria Doria, man könnte sich jetzt wahrscheinlich schon denken, dass es sich bei dem Schiffswrack, in dem wir gerade sind, um ein Schiff namens Maria Doria handelt. Weiß nicht, ob das jetzt sehr weit hergeholt ist, aber ich dachte mir, danke für das Medipack, ich dachte mir, das könnte man sich vielleicht denken. Aha. Okay, lieber nochmal speichern. Das machen wir nicht. Das da oben? Nee. Okay, ich könnte mir vorstellen... Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo wir gerade hier sicher sind. Ach, deswegen bekommen wir das große Medipack. Aha. I see. Damit man den Sturz auch wirklich überlebt. Ja. Apropos... Das wird wahrscheinlich mal ein Pool gewesen sein, bei dem ein bisschen was kaputt gegangen ist. In der Maria Doria. Und wir befinden uns quasi an der Decke. Ich finde, das ist also wirklich, das ist einfach so cool und einfach so neu auch, besonders zu der Zeit gewesen, dass man in einem fucking Schiff ist, in einem Schiffswrack und nicht einfach in einem Schiffswrack, sondern in einem fucking Kopfüberschiffswrack. Es ist nicht selbstverständlich, das habe ich gesehen, auf diese Idee zu kommen. Okay, ja, okay. Bei keiner, egal. Und finde ich einfach sau cool, gerade für die Verhältnisse damals, weil es einfach super neu war. Und keine Ahnung. Oh Gott. Finde ich einfach eine richtig coole Geschichte. Moment. Ich glaube, ich will mir für die M16 sogar wirklich ein bisschen Munition aufsparen für später. So, da habe ich jetzt ganz schön viel Schrotflintenmunition verballert, aber wir bekommen auch gleich 2 Magazine wieder. Hier brennt was hinter uns. Erstmal schnell schauen, hier hat doch bestimmt jemand noch was fallen gelassen. Wo waren die Leiche von dem Typen? Der war hier um die Ecke, ne? Ja. Von dem mit dem Maschinengewehr. Danke für Uzi-Munition. Ich könnte tatsächlich mal wieder Automatic-Munition verbrauchen. Mir war gar nicht so richtig... Aha. Mir war gar nicht so richtig bewusst, wie viel ich davon verballert habe. Oh fuck, ich habe wieder falsch gespeichert. Egal. Also, ich habe schon gemerkt, dass ich die ziemlich viel benutzt habe, gerade so in den Leveln um den Bohrturm herum. Aber mir war nicht bewusst, dass ich das so viel benutzt habe, dass ich dann nur noch so wenig übrig habe an Munition. Ich habe ja nicht mal mehr dreistellig übrig und ich hatte eigentlich relativ viel davon. Okay, ja, also die Kiste kann ich verschieben, aber das kann ich offensichtlich jetzt gerade nicht tun. Ich will mal eben einen bestimmten Sprung probieren. Nee. Funktioniert nicht. Also war close, aber funktioniert nicht. Ja, oder ich würde es nochmal probieren. Das war so sehr close.
Ne, falsche Seite, sorry. Okay. Ich glaube, es funktioniert trotzdem nicht. Also selbst wenn ich mich dann noch ein bisschen so müsste ich quasi abspringen. Naja, also es ist, glaube ich, wirklich minimal zu hoch. Was sehr schade ist, hätte mich interessiert. Vielleicht geht es doch und da oben ist ein Secret, aber dann. Ach, jetzt habe ich gerade wieder meine Sprache umgestellt. Es ist aber auch blöd, dass diese Kombination, die man drücken muss, um einen Körper zu machen, eben dieselbe ist, um auf Windows die Sprache umzustellen. Naja. Okay, wir waren hier noch nicht fertig. Es geht ja noch in diese Richtung weiter. Wechseln wir wieder auf die Pistole. Oh, ja. Ach, Dankeschön. Gerade habe ich noch nach Automatic Munition gerufen. Jetzt ist er auch schon wieder da. Ach, das Sprungbrett. Ja, sorry, ich bin voll gegen das Sprungbrett geflogen. Gerade wollte ich noch sagen: Ach ja, hallo, Sprungbrett. Und genau in dem Moment knall ich auch dagegen. Oh, ich habe wieder übelst Rückenschmerzen. Das lag aber daran, dass ich heute ziemlich lange, ziemlich viel getragen habe. So rucksackmäßig. Ihr müsst wissen, ich produziere die Folgen hier aktuell ein kleines bisschen vor, wegen der Weihnachtszeit. Und wenn ich jetzt sage, so, ich war heute noch eine ganze Weile einkaufen, dann dürft ihr euch nicht wundern, weil zu der Zeit, wo der Part online geht, wird gerade hier in Deutschland wahrscheinlich also absolut harter Lockdown sein, zumindest da, wo ich wohne. Okay. Und aber ich war dann natürlich nicht an dem Tag, an dem der Part online geht, nochmal viel einkaufen, sondern mindestens eine Woche vorher. Oh Gott. Der macht ganz schön viel Schaden, mehr als ich jetzt gedacht habe. Aber vielleicht schaffe ich es doch noch, den zu töten. Ja. Ohne mich heilen zu müssen. Ich würde gerne meine Fackel wieder mitnehmen. Ich frage mich gerade, ob das der richtige Weg ist. Also bestimmt ja, wenn hier ein Gegner ist. Aber ich dachte, ich hätte da unten weiter gemusst. Ach, nee. Seht ihr? Doch ein Secret. Und ich glaube, das ist sogar ein Secret, was ich im letzten Let's Play zumindest nicht gefunden habe. Schön. Die Oh! Als ob der da durchschießen kann. Oh Mann, ich habe jetzt gerade extra nicht gespeichert, weil ich dachte, hier ist keine Gefahr. Und in dem Moment entsteht einfach eine Gefahr, wie unfair. Ja, scheiße. Dann muss ich mich jetzt wahrscheinlich heilen, weil das jetzt zu riskant ist, wenn ich hier runtergehe. Nochmal groß. Ja, lieber nochmal groß, weil ich bin ja eh. Ach, da kam der her, der Schaden gerade. Hier hat nämlich niemand durchgeschossen. Ach, es ist einfach über uns ein neuer Gegner. Sorry dafür gerade. Ich will das nur mal kurz versuchen. Aber befürchte, dass es gerade zu nichts führt. Ich dachte, ich wurde von hier unten irgendwo abgeschossen. Ach, wie ätzend. Okay. Ah, so macht man das nämlich ohne Schaden zu bekommen. Liebe Leute, ein paar Tricks von früher habe ich doch noch drauf. So, sorry, jetzt mal ganz kurz dunkel. Aber ich wollte jetzt nicht extra nochmal eine Fackel anmachen, wenn wir quasi jetzt schon wieder am Ausgang sind. So. So, wir sind wieder hier, wo wir gerade aufgehört haben. Da ist eine Kiste, die ich offenbar verschieben kann. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal speichern. Vielen Dank.
Ja, in manchen Gebieten lohnt es sich definitiv auch. Habe ich Schritte gehört oder waren das meine eigenen? Alle Secrets einzusammeln für die Sachen, die man bekommt, die Items, aber ich glaube hier jetzt vielleicht gerade nicht. Ich glaube, es hat gerade an meiner Tür geklopft. Ich bin sofort wieder da. Hat's doch nicht und ich war so kurz weg, dass ich vielleicht sogar nicht mal gecuttet habe, weil ich das vielleicht im Schnitt dann gar nicht entdeckt habe. Das hier. Ach du Scheiße. Eine Pause war. Okay, wir machen das mal wie folgt. Ich schieb die Kiste erstmal komplett aus dem Weg. Und mit komplett aus dem Weg meine ich wirklich so sehr aus dem Weg, dass ich die nicht nur dahin schiebe, sondern auch nochmal hier durch. Und sicherheitshalber sogar noch eins weiter dahinter, weil es noch geht. So. Jetzt ziehen wir uns die Kiste erstmal raus. Machen mit der dasselbe Spiel. Also ich packe die da hinten mit rein. Wahrscheinlich ist es gar nicht mal notwendig, die so extrem wegzuräumen. Aber ich denke mir gerade so, warum eigentlich nicht? Na, dann kann ich hier auch wirklich alle Kisten ausräumen. So. Und nochmal eins nach. Oh, na komm. Eins nach draußen. Und dann holen wir noch die letzte Kiste hier vor. Und schauen mal, ob uns das irgendwas gebracht hat. Bestimmt nicht. So. Eins noch hier lang. Ups, sorry. Eins noch hier lang ziehen. Und einfach der Vollständigkeit halber werde ich von der anderen Seite noch einmal gegendrücken, damit die hier so alle in einer Reihe allein sind. Ich habe nicht. Ich weiß, es klang gerade so. Ich habe nicht allein gesagt, sondern aligned. Ja. Okay. So. Speichern, dass wir das nicht nochmal machen müssen, weil das hat ja ganz schön viel Zeit gefressen gerade. Fast 2 Minuten. Oder über 2 Minuten. Das war, glaube ich, mal ein Speisesaal. Oder Bingo, Mahjong, Raum, was auch immer. Dahinter ist ein Knopf. Aber ich kann es leider nicht zerbrechen, auch wenn es Glas ist. Da könnte ich einen Schlüssel einfügen, der wird es wahrscheinlich öffnen. Hier hinter genauso. Okay, aber da komme ich, glaube ich, hin durch den Gang auf der anderen Seite. Das ist auch ein Schalter. Wir hatten noch einmal draußen im Wasser irgendwo das Jade-Secret gesehen. Also den Jade-Drachen. Leider habe ich den Weg dahin noch nicht gefunden. Und weiß auch gar nicht mehr so richtig, wo das ist. Oder war das noch im letzten Level, sag mal? War das noch in 40 Faden? Das kann sein. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Oh Gott, das habe ich gesehen. Das ist zu viel. Ne, das ist too much. Da gehe ich nicht mit den Pistolen rein. Uzis vielleicht? Ja, ich gehe mit der Schrotflinte rein. Wir müssen ja nicht unnötig viel HP hier vergeuden, indem wir Munition sparen. Dann lieber ein kleines bisschen mehr Munition aufbrauchen. Aber das war wirklich ein bisschen hart gerade. So, der eine Fackel, der eine großes Medipack. Da wir nicht Tomb Raider 3 spielen, komme ich hier nicht durch. In Tomb Raider 3 könnte man sich jetzt hinhocken. Ich habe nochmal geguckt, geht aber nicht. Und da unten durchkriechen.
Aber das ist hier nicht möglich. Und hier sind wir, glaube ich, auch schon in der Haupthalle angekommen von der Maria Doria. Oh je. Den kann ich auch mal wieder so abschießen. Ja, fick dich. Komm wieder vor. Noch einer da oben? Nee. Aber hier sieht man schön die Treppe, wie sie da runtergeführt hätte auf diesen, keine Ahnung, vielleicht Tanzbereich oder so. So ein sehr altes Schiff. Und ganz sicher auch nicht irgendwie an die Titanic oder sowas angelehnt. Vielleicht sogar wirklich nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, Moment mal, ich muss mal kurz Google anmachen. Ich glaube, dass es das Wrack der Maria Doria sogar wirklich gibt oder so ähnlich. Mal ganz kurz Trivia. Maria Doria Ship. Ich glaube, Andrea Doria gab es, genau. Italienisches Schiff. Und das ist untergegangen. Und zwar wo? Auf dem Weg nach New York. Ostwärts fahren. Ach ne. Es kollidiert mit dem Passagierschiff Stockholm. Schnelle Reaktion anderer Schiffe verhinderte eine ähnliche Katastrophe wie bei der Titanic, sodass ein Großteil der Passagiere und der Besatzung überlebte. 1660 Menschen wurden gerettet, während 46 starben. Ja, also daran wird es hier angelehnt sein. Okay, nicht Maria Doria, aber Andrea Doria. Okay. Im offenbar Atlantischen Ozean. Okay, so. Schauen wir uns in der Haupthalle um, weil irgendwo hier wird es ja einen Weg geben oder einen Schlüssel. Hier auch die Leuchter, die falsch rumhängen. Also spätestens hier, wer es bis jetzt noch nicht ge gemerkt hat als Spieler, spätestens hier oder in dem Essenraum gerade, sollte man auf jeden Fall verstehen, dass es sich hierbei, oh, jetzt habe ich meine Tastatur japanisch gestellt, dass es sich hierbei um ein Kopfüberschiff handeln sollte. Und ich finde das nach wie vor so cool. Da oben liegt irgendwas, das könnte. Es könnte so ein Chip für das sein, wo wir die Flammen gesehen hatten. Jetzt muss ich aber mal schnell schauen. Irgendwo, ich glaube, hier könnte man hoch. Hier ist zumindest so eine Erhöhung. Oh! Könnte das klappen, wenn ich hier geradeaus springe? Nee, nicht wirklich. Rückwärts dann erst recht nicht mehr. Nee, das ist viel zu hoch. Okay. Mir war aber so, als hätte man hier irgendwo hingekommen. Na egal, dann gehen wir erstmal in den Nebenraum hier. Scherben und ein Loch. Oh Gott. Ich könnte jetzt hier durch, also durch die Scherben, da ist es so, wenn man langsam läuft, tut man sich nicht weh. Aber ich glaube. Ah! Du Fickspiel. Ich möchte trotzdem mal kurz was überprüfen. Ah ja. Ich lag richtig. Wir haben quasi keine andere Wahl, als hier einmal ein Rückwärts-Dings zu machen. Oh. Und hier ist ein Schlüssel, den wir vermutlich auf der anderen Seite. Boah, das wird jetzt schwierig. Auf der anderen Seite dieses Fenster öffnen. Und ich merke gerade, ich glaube, hier hätten wir auch mit einem gekonnten Sprung auch keinen Schaden nehmen können. Aber egal. So, apropos gekonnter Sprung. Das war sehr knapp. Der Sprung hätte schon gereicht, wenn ich die Stacheln, also die Splitter berührt hätte, um mich zu töten. Jetzt habe ich gerade aus Versehen meinen Timer weggemacht. Den muss ich mal ganz schnell wieder aufmachen. Wo ist er denn? Hier. Gut. Sorry für die kleine Unterbrechung nochmal. Aber als ich gerade nach der Andrea Doria gesucht habe, habe ich den Timer. Was blöd war. Aber ist ja jetzt wieder gut. So, und seht ihr, wir mussten gar nicht da unten runterkriechen. Wir mussten gar nicht extra Tomb Raider 3 installieren auf die Engine, um da runterkriechen zu können.
Meine Erinnerung kann mich täuschen, aber ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass, oder irgendwie habe ich in Erinnerung, dass hier gleich nochmal ein Gegner reinstolziert kommt, sobald ich entweder das gemacht habe oder den Schalter gedrückt habe. Sieht aber noch nicht so aus. Okay, die Frage ist, was macht der Schalter? Ich habe das ungute Gefühl, dass es ein Zeitschalter sein könnte. Mal schauen. Aha, das war der Gegner, den ich in Erinnerung hatte. An die verschwende ich aber keine Flintenmunition oder dergleichen. Nochmal speichern. Warum ist das schon wieder ein Schalter? Mich verunsichert sowas. Ah, machst du das vielleicht wieder zu, damit ich hier raus kann? Ne, du machst das auf. Da ist aber auch wieder so ein Chip. Ich komme hier aber nicht durch. Wenn ich den Schalter drücke, bin ich nicht schnell genug. Na, okay. Moment mal, aber was bringt mir das, die Tür da oben zu öffnen? Ich komme da ja nicht hoch. Ha. Moment mal. Ich lasse es mal zu, nur für den Fall, dass ich da von der anderen Seite gleich nochmal langkomme. Aber was bringt mir das denn jetzt da drüben, mir gerade die Tür geöffnet zu haben? Also ich habe schon verstanden, wo das ist. Aber komme ich hier doch irgendwo hoch? Ja, da oben die Tür ist offen, das sehe ich ja. Aber wo soll ich hier hochkommen? Oh, hier, die habe ich gar nicht gesehen. Ha, das ist ja belastend. Okay, sorry für meine Blindheit dann gerade. Ich hoffe nach wie vor, dass es sich hier nicht um einen, hierbei nicht um einen Zeitschalter handelt. Hat es mir jetzt irgendwas gebracht, hier hochzugehen? Funktioniert das? Man kann zwar hier in dem Teil noch nicht so übergreifen, aber. Ah, okay, aber das funktioniert trotzdem gut. Sonst wäre ich jetzt gerade wieder total verwirrt gewesen und hätte irgendwelche komplizierten Sprünge, glaube ich, ausprobiert. Aber so kletter ich lieber da lang. Nehmen wir noch ein bisschen Automatic-Munition mit. Dankeschön. Und hoch hier. Kanada. Wie kommen die hier überhaupt alle rein? Gut, wir haben hier zwei Türen, die wir öffnen können. Hier einen, da hinten einen. Soll ich erstmal. Ne, ich lasse es dann erstmal zu, dann weiß ich, dass ich da noch nicht war. Alter. Mein Rücken. Hier ist nichts. Okay, naja, kann man auch mal machen. Ist ja nicht schlimm. Ich weiß nicht warum, aber ich bekomme gerade übelst Bock auf Arx Fatalis. Was ein großartiges Spiel ist. By the way. Hier ist doch safe ein Gegner. Nicht? Ach du Scheiße. Oh, das sieht mir nach einem richtig fiesen Raum aus. Weil ich muss die Kiste natürlich jetzt genauso schieben, dass sie an den Schalter da hinten kommt. Ach, solche Räume mag ich in Videospielen eigentlich nicht. Kistenschieberätsel mit Engheit, sage ich mal. Ihr kennt doch bestimmt alle diese Rätsel. Ich habe gerade leider vergessen, wie die heißen. Kann man das hier auch verschieben? Aha, I see. Ah ja, okay. Habe verstanden. Ihr kennt doch sicher diese Rätsel, wo man so ein Feld hat. Und das Feld besteht aus neun
Feldern. Also es ist quasi 9 geteilt. Und 8 von diesen Feldern sind ausgefüllt und nur ein Platz ist frei. Und dann muss man diese übrigen 8 Felder quasi so verschieben, bis man sie in einem richtigen Muster eingelöst hat und dieses eine eingesetzt hat. Und dieses eine Loch ist quasi da, um verschieben zu können, immer und immer wieder. Das ist von all den Rätseln, die es gibt auf dieser Welt, mein absolutes Hassrätsel. Ich bin dafür zu blöd. Ich habe sowas, ich bekomme die einfach nur durch exzessives Ausprobieren hin und finde die ganz schlimm. Und ja, solche Räume sind natürlich noch nicht dieses Ausmaß, aber es geht in die Richtung. Also ich weiß nicht, ich glaube, dafür fehlt mir einfach irgendwas im Kopf. Ich glaube, da bin ich einfach wirklich zu, so einfach zu dumm. Ich glaube, da fehlt mir einfach IQ für, um die zu lösen, leider. Was schade ist, aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Dafür habe ich. Genau. Aha, hier sind wir hinter einer dieser Türen. Meine Fresse, hier sind echt ganz schön viele von denen. Ich frage mich nach wie vor, wie die hier reingekommen sind, aber hey. Nochmal so eine Tür und nochmal so ein Raum. Allerdings scheint es hier wesentlich unkomplizierter zu sein als in dem Raum davor. Wobei der Raum davor jetzt auch nicht so kompliziert war, wie ich mir das, wie ich das befürchtet hätte. Aber hier muss ich einmal so machen. Oh, ein Schlüssel. Dann einmal so machen. Wo hatte ich denn noch ein Schlüsselloch? Ich erinnere mich, dass ich noch ein Schlüsselloch hatte. Nur wo? Ach du Scheiße, das weiß ich gar nicht mehr. Oder war das noch hinter dem... Nee. Wo hatte ich noch ein Schlüsselloch? Ach klar, hier vorne in dem Gang gerade eben erst. Wo wir gerade erst reingegangen sind. Hier war an dem einen Ende da vorne genau. War ein Schlüsselloch. Ich erinnere mich gut. Dann rostiger Schlüssel. Ja, im Inventar sind diese Sprites übrigens alle in 3D, was cool ist. Aha. Nochmal eine Kiste. Da ist auch nochmal eine Kiste. Ja, dann ist es ganz einfach. Ich will die Kiste hier hin haben, damit ich die Kiste zwei Felder rausschieben kann und vermutlich ist dahinter ein Gang. Behaupte ich jetzt mal, ich weiß es aber auch nicht. So auswendig kenne ich das Spiel leider nicht mehr. Das ist so lange her. Jetzt bin ich dabei. Okay. So. Und eins noch rein. Ne, ein Feld noch reindrücken. So, und ich glaube, dahinter könnten wir dann noch langsam mal den Cut setzen. Weil wir mit der Partzeit schon recht fortgeschritten sind. Und ich es heute noch schaffen muss, vier Parts aufzunehmen, damit ich für die Weihnachtszeit, in der ich nicht am PC sein werde, genug vorproduziert habe. Denn zu der Zeit, wo ihr das Video seht, glaube ich, na wobei, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls in der Woche vor Weihnachten habe ich mir vorgenommen, ach du Scheiße, mich vollständig, und zwar vollständig zu isolieren. Das heißt, ich begebe mich an einem Ort, wo ich nicht mal Kontakt zu meinen Mitbewohnern habe. Mein PC ist auch nicht da und für 7 Tage, sag mal, wie soll das jetzt gehen, werde ich mich komplett isolieren, damit ich dann zu meiner Familie über Weihnachten kann. Was mache ich denn jetzt? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann das ja nicht rausdrücken, ne? Hä?
Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich will dahinter, aber... Was? Moment. Oh, ich habe eine Idee. Ich speichere mal kurz, falls es falsch war, weil dann will ich jetzt nicht Zeit verschwenden. Meine Idee wäre, vielleicht hätte ich die zweite Kiste gar nicht rausziehen müssen, sondern vielleicht hätte ich die zweite Kiste auch dann noch eins weiter reindrücken können und hätte dann mal einen Ausgang gehabt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, so hier haben wir die Kiste gerade vorgefunden. Ich müsste sie also jetzt eins drücken und wäre dann draußen. Jetzt erinnere ich mich gerade an ein Rätsel aus Tomb Raider Legend, wo man, ne, eine Kiste noch weiter schieben konnte und dann dahinter noch ein Secret gewesen wäre. Das ist hier nicht der Fall. Das sehe ich. Das habe ich nicht gesehen. Nein! Okay, liebe Leute. Ich cutte an der Stelle. Das mache ich offscreen nochmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und auf Wiedersehen. Ahem.